Das Geld liegt quasi auf der Straße, zumindest aktuell in Köln. Der Spieleleiter gestatten Cash Catch Cologne. Unter dem Namen ist dieser Mann im Internet bekannt. Sorgt für den Bargeldfang in der Domstadt. Dabei will er unerkannt bleiben. Niemand soll wissen, wer Geld verschenkt. Schnitzeljagd auf moderne Art und Weise. Für ihn am Ende immer wieder ein Glücksgefühl. Der schönste Moment bei der Cash Catch Aktion war bisher vom Dom, als ein junges ukrainisches Pärchen den Fuffi gefunden hat. Und da hat man halt wirklich auch die Freude gesehen. So, er hat in die Luft gehalten, den Schein. Und dann ist die Freundin hinter ihm hergelaufen. Die haben sich richtig gefreut. Und ich habe das Gefühl gehabt, so, die haben den Schein echt gebraucht. So. Und dann ist halt wirklich schön. Man sieht, ey, die Freude ist so groß, das heißt, die brauchten das Geld auch wirklich und haben auch einfach einen geilen Tag deswegen. Auch er selbst soll ein Glückspilz sein. Laut eigener Angabe hat der Kölner während der Pandemie das große Geld gemacht. Mit Corona-Testzentren. Jetzt will er was zurückgeben. Um genau zu sein, insgesamt 10.000 Euro. Die verteilt der Unbekannte gestückelt hier in seiner Heimat. Den ersten Fuffi gab's vor 2,5 Monaten. Wo genau die Knete steckt, zeigen seine Videos kurz vorher im Netz. Ab dann gilt, wer's findet, darf's behalten. Der Gewinner des Spiels am Rhein-Energie-Stadion, Follower Maximilian Hakewessel. Nach nur 3 Minuten hat er sich den Schein geschnappt. Ich habe mich mega gefreut. Ich war auch sehr überrascht, weil man hätte eigentlich nicht direkt damit gerechnet, dass man der Erste ist, der es findet. Aber es ist eine mega coole Sache gewesen. Die Gewinner filmt der Geldgeber heimlich, aus der Ferne. Sein Beweis, dass die 50er auch wirklich bei den Menschen ankommen. Neu erfunden hat er diese Aktion übrigens nicht. Der Kölner ließ sich von einem Account aus den Niederlanden inspirieren. Mittlerweile hat er im Internet selbst rund 34.000 Follower. Die Community ist ehrgeizig, liebt das Suchen. Es machen echt wirklich sehr viele mit. Finde ich auch richtig cool, dass er sowas macht. Aber ich war nicht überrascht. Ich habe schon geahnt, dass es schnell weg sein wird. Also das war vorhersehbar eigentlich. Oft sucht sich der Mann bekannte Plätze für seine Schätze. Das will er künftig aber ändern. Anfangs war es für mich einfach nur wichtig, dass ich den Schein da verstecke, wo es halt für mich leicht ist, auch zu filmen, die Reaction-Videos auch zu machen. Aber mittlerweile denke ich immer mehr darüber nach, den Schein an Orten zu verstecken, die halt einfach schön in Köln sind. Ich will auch die Leute nach draußen führen, die noch schöne Orte in Köln zeigen. Und ich kann jetzt entscheiden, wo die Leute hingehen. Das heißt, wenn ich den mehr in der Natur verstecke, gehen die Leute mehr in den Park. Das wäre auch wieder ein geiler Einsatz. Noch mehr als 180 Fuffis will er verschenken. Wer die haben will, muss schnell sein. Mittlerweile kündigt der Geldgeber vorher schon mögliche Stadtteile an. Über sich verrät er aber auch in Zukunft nichts. Dieses Rätsel sollen die Menschen nie lösen können.